etwas aufgeregt bin, weil ich habe heute die Ehre, bei Sternmuts Literaturbund den Master himself, der es aus der Wiege gehoben hat, heute hier anzumoderieren. Ich bin selber noch ganz verdutzt, wie ich zu dieser Ehre komme und werde es einfach mein Bestes geben. Ich habe auch etwas schwitzige Hände, aber das schiebe ich jetzt einfach mal auf die Temperatur. Ich durfte letztes Mal schon hier sein und habe das als sehr kreativen Raum hier wahrgenommen und denke, ich steige jetzt mal ein mit dem Thema. Er wird ja heute aus seinem Buch Pfeilschrift lesen und das beginnt wie jedes gute Märchen mit den Worten: Es war einmal. Und da möchte ich kurz auch was zu Es war einmal Norbert Sternmuth sagen. Vor etlichen Jahren, ich denke, man darf es bei einem Herrn, der sich so gut gehalten hat, sagen, wurde er in Stuttgart geboren und hat seine schulische Laufbahn durchaus erfolgreich weitergeführt mit einer Ausbildung, die er dann auch erfolgreich beendet hat. War doch erfolgreich, oder? Ich habe nichts anderes finden können in den Tiefen des Internets. Und er hat damals schon, in ganz jungen Jahren, also so, wir sprechen hier vom Jahr 1976 rum, gemerkt, dass die Dinge in der Welt, wie die so laufen, dass er die gerne in besonders schöne Worte fasst. Weil es reicht nicht nur, dass die Dinge laufen, wie sie laufen, sondern Sprache, dieses wunderbare Instrument, das uns gegeben ist, hat er da angefangen schon für sich zu nutzen, um die Dinge, wie sie geschehen, in die richtige Form zu bringen. Und hat experimentiert, hat dann nebenher noch das Abitur mal nachgeholt, auf Umwegen, also es nennt sich nicht Abitur, man hat also das Latinum gemacht und hatte dann die allgemeine Fachhochschulreife. Auf jeden Fall hat dann nach diesem ganzen schulischen Prozess, der dann doch wahrscheinlich eher etwas theoretisch war, 3 Jahre kreative Pause würde ich es nicht nennen, weil jeder von uns, der kreativ arbeitet, weiß, dass es durchaus auch Arbeit ist, kreativ gewirkt und erste Theaterstücke geschrieben und erste Romane angefangen zu verfassen und auch schon künstlerisch tätig gewesen und malerisch. Hat dann gemerkt, so richtig, mein Stil, mein Weg habe ich noch nicht und der Broterwerb darf auch nicht zu kurz kommen. Daher das Studium zur Sozialpädagogik, wo er dann auch sehr erfolgreich jahrelang drin gearbeitet hat. Ich denke, der ein oder andere gesunde Geist ist bestimmt darauf zurückzuführen. Das Schmunzeln sagt, das passt schon alles, gell? Wunderbar, ich führe fort. Und währenddessen hat er wirklich dieser kreative Geist, der in diesem doch prägnanten Kopf sitzt, immer wieder einfach den Zwang gespürt, die Gedanken, die da sind, auch zu Papier zu bringen. Und so hat er etliche Gedichtbände verfasst, Romane verfasst und auch Theaterstücke verfasst. Also ich würde sagen, jemand, der jedes Jahr so abliefert, da kann man das schon einen Zwang nennen, zu veröffentlichen und seine Gedanken der Welt mitzuteilen. Und in unserer heutigen Welt kriegen wir bestimmt den einen oder anderen Stuss auch zu hören, aber ich finde, das sind doch durchweg Gedanken, die sich zu hören lohnt. Und heute im Speziellen werden diese Gedanken in dem neuesten Buch von ihm, in der Pfeilschrift, gebündelt, wo er lesen wird. Und zwar wird es nicht nur eine reine Lesung, sondern es wird ein Zusammenspiel. Es geht ja hier in der Pfeilschrift vor allem um die Liebe. Und in der Liebe ist es auch, es geht um ein Zusammenspiel. Es gibt einen Part und es gibt einen dazugehörigen oder einen Gegenpart. Das wird jetzt heute, ich möchte jetzt nicht von Liebe sprechen, aber ich möchte von einem harmonischen Miteinander sprechen, mit dem Harmonium. Das ist ein indisches Harmonium, was heute gespielt wird von Belmonte. Und nicht nur gespielt, sondern es geht da nicht vordergründig um das Harmonium. Ich habe mich vorhin kurz auseinandergesetzt und es ging ihm darum, zwar quasi die Dinge, die Worte, die Lyrik so zu verfassen, dass man sie singen kann.
Und zwar in der Form des Minigesang. Es hört sich jetzt vielleicht altbacken an, habe ich auch erst gedacht, habe aber vorhin mitbekommen, dass es eigentlich kaum was Moderneres gibt als den Minigesang. Weil Minigesang kommt eigentlich von dem Wort, ich muss das Wort nachschlagen, ich dachte, ich kann es mir merken, Kontrafaktur, was eigentlich bedeutet so viel wie Fälschung. Aber das hört sich sehr negativ an. Es ist eher, würde ich sagen, eine Adaption. Früher wurden Lieder gesungen, es gab dazu eine Melodie und dann wurde der jeweiligen Situation angepasst, aktuell neue Texte dazu gefunden. Und vieles ist auch heute noch so geblieben. Musik ist Musik. Sie ist vor allem dafür da, unser Herz und unsere Seele anzurühren und Gedanken zu verwandeln in Emotionen. Und ich denke, das ist die Intention hier und heute, Gedanken auf lyrische Weise und musikalische Weise zusammenzubringen zum Thema Liebe und das auf ganz märchenhafte Weise. Dafür wäre ich beendet, weil alles an mir zittert und ich kriege es gleich nachher, brauche einen Schluck Wasser und würde sagen, dann übergebe ich an den Star des heutigen Abends, an Norbert Sternmuth. Also so hätte ich es ja bitte.